Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier im Rocket-Versteck stehen geblieben. Ja, wir haben es schaffen können, das Rocket-Versteck ausfindig zu machen. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall nochmal abchecken. Ansonsten kurzes Recap. Hier sind seltsame Radiowellen erstellt worden und das macht die Pokémon verrückt. Und deshalb sollen wir hier schauen, wer hier denn die Wurzel allen Übels ist. Wir haben jetzt zwei Passwörter bekommen. Einmal Phlegmon-Route und Radikal-Route. Das sind die beiden Passwörter, die wir bisher haben. Aber bevor ich jetzt zurückrenne, möchte ich erstmal weitermachen und alles erstmal erkunden. Hier sind ganz viele Pokémon. Was das mit auf sich hat, das werden wir noch sehen. Wir haben letzte Folge auszusehen den hier schon gekillt. Aber das habt ihr alle gesehen. Hoffentlich. Schaut nochmal in die letzte Folge. So, hier kann man nochmal nach oben. Aber will ich das? Oh. Vielleicht. Hier haben wir unseren rothaarigen Rivalen Patrick. Was will er von uns? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Brachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so einen Großmann verloren habe. Humpf! Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. So ein Bulli. Aber komm, regen wir uns jetzt nicht wegen so einer Kleinigkeit auf. So, da müssen wir nicht rein. Aber wenn man nach oben geht, kriegt man eine Belohnung. Und zwar eine TM 46. So, ich merke mir jetzt diesmal die Zahl. Nicht so wie sonst immer. 46. 46 Raub. Habe ich noch andere TMs, die ich zufälligerweise gerade geben kann? Spukball ist zum Beispiel eine sehr gute TM. Wenn das jemand lernen könnte, wäre das sehr toll, aber. Snoopilikat kann Spukball? Heck yeah! Was? Wieso kann Snoopilikat Spukball lernen? Wieso ist das eine Möglichkeit, die möglich ist? Also bevor wir das machen. Blabla. Nein? Ja. Moment, bevor wir das machen. Wo ist der Unterschied? Ganz genau Unterschied von Biss und Finte. Oh, jetzt sieht man das natürlich nicht. Och, das. Ich hasse es in dieser Gen. Ach. Oder warte, ich kann auf die Attacke gehen. Moment, Moment. Die Attacke? Ah, hier ist auch nichts geregelt. Okay. Aha, beides gleich viel. Attacke mit Treffergarantie. Gegner muss eventuell ausweichen. Ich würde sagen, machen Finte weg. Weil, dass der Gegner ausweichen muss, das finde ich persönlich cooler, als dass es auf jeden Fall hundertprozentig trifft. Weil das kennt man ja bei Finte, dass es immer trifft, aber. Ganz ehrlich, wenn ich dafür Spukball haben kann, auf meinem freaking Snoopilikat, dann ist es mir es wert. Let's go. Snoopilikat kann Spukball erlernen. Warum? Warum ist das eine Möglichkeit? Eisenschwamm kann aber niemand, oder? Das wäre jetzt ein Wunder. Oh, ja gut, mit Snoopilikat kann ich es noch erwarten, aber. Ich weiß nicht, ob wir einen Startattack noch brauchen. Ah, Walzer! Walzer ist übrigens gar nicht mal so schlecht, weil Flametank jetzt erlernen kann. Das ist eine Gescheinattacke. Er kann Walzer tanzen, wenn er will. Und wisst ihr was? Das mache ich auch. Habe ich nämlich früher auch immer gemacht. Hab ihm Walzer beigebracht. Ist sehr gut eigentlich. So, und da wir die ganze Zeit schon Silberblick haben, tue ich das jetzt raus. Rauchwolke können wir theoretisch noch gebrauchen. Ich mag Rauchwolke. So, Walzer. Yay! Okay, dann wollen wir mal die Passwörter eingeben, würde ich sagen, oder? Vielleicht entwickelt sich auf Flamesock heute? Wer weiß. Die Tür ist verschlossen. Mike gibt beide Passwörter ein. Okay, warte. Phlegmon Route. So, Enter. Okay, das andere. Kartoffel, genau. Wie komme ich auf Kartoffel? Radikal Route. Die Tür ist entriegelt! Yes! Und guten Tag, Mister. Was? Wer bist du?
Das ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse das nicht zu, dass es hier laut wird. Du hast nicht mein Team Rocket-Theme. Du sollst ein Vorstand sein? Komplett Purple-Guy-Farben? Hast du denn nicht mein eigenes Theme? Nicht mal zumindest das Team Rocket-Theme. Boy, oh boy, oh boy, du bist ein Witz. Aber weißt du, was ich mit Witzen mache? Ich verbrenne sie. Ich zerstöre sie wunderbar. Ihr geht auf jeden Fall down, da 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 down. Wenn wir heute noch genug Zeit haben, können wir vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Team Rockets besiegen. Ich weiß halt nicht, wie lange wir noch brauchen für diese Mission. Aber wir sind echt viel zu schnell durchgekommen. Ich habe das hier 1 Stunde lang in Erinnerung, aber wir kommen in unter 1 Stunde hier durch. Und das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Es ist auf jeden Fall ein Fakt, den ich sehr interessant finde. Mhm. Deine Pokémon, die sind uninteressant und ein Fakt ist, dass sie nichts gegen mich ausrichten können. Komm, level up, level up, level up! Yay! Level 34! Oh boy, hoffentlich entwickeln wir uns auch heute! Smogon, du bist... Ich hab schon Smogmog erwartet, ganz ehrlich, aber... Ah, ich bin die Remakes gewöhnt, da sind die Spiele schwieriger gemacht worden. Im Original, Game Boy Original, sind die Spiele ein bisschen einfacher. Also Gen 1 und Gen 2 auf dem Game Boy sind jetzt gar nicht mal so schwer. Also, ja. Besiegt! Den Purple Guy. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Oh! Und was bist du? Da! Das Passwort lautet! Heil Giovanni! Da. Okay. Das ist übrigens Insider mit Kramox, deshalb musste ich den gerade so aussprechen. Eigentlich sagt er ja preise Giovanni, aber ich musste Heil Giovanni sagen, tut mir leid. Eine Insider-Nacht und dann kann sowas passieren. Naja, kennt ihr ja bestimmt. Oder manche von euch kennen das vielleicht. Ah, Alter, war die krank! Okay, Kramolk, wie du sagst, wenn das Passwort ist, dann werden wir das mal ganz kurz fix eingeben. Und hieran erkennt man auch, dass ich das Spiel schon kenne, denn hier kommt man mit den anderen beiden Passwörtern nicht weiter. Hier muss man das Kramolks Passwort eingeben. Die Tür ist verschlossen! Mike, gib das Passwort ein! Heil Giovanni! Die Tür wurde entriegelt. Nice! Bleib stehen, wo du bist! Was hat sie gesagt? Nee, er hat es gesagt. Dann muss er es gesagt. Wir können es nicht zulassen, dass ein Bike hier herumläuft. Das schadet Team Rockets stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Kleiner. Jetzt wirst du es zermalmt. Hey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie? Du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehregefühl? Ich, Giovanni Stellvertreterin, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Ich weiß nicht, wer auch immer es gesagt hat. Ich tue mal so, als hätte es die Frau gesagt. Ich kämpfe eh gegen sie, deshalb. Rocket-Vorstand. Schöne Sprites, die ihr habt. Schönes Pokémon, was du da hast, aber... Schon nicht schlecht. Kann nur Gefahr werden, aber nicht auf Level 23. Da definitiv nicht, mein Freund. Vor allem nicht, wenn ich 11 Level über dir bin. Dann bist du einfach nur ein Witz. Dann bist du Essen. Nom. Nicht andersrum. Du bist mein Essen. Muss ich schon aufheizen. Und jetzt. Nom. Ich dachte übrigens immer früher immer bei Arbok. Das oben ist ja der Kopf, ne? Aber ich dachte immer, dieses große Graffiti da an seinem Bauch. Ich dachte mal, das wäre das Gesicht von ihm. Ich habe das oben nie gesehen als Kind. Oh, da kommt das. Kramox! Okay. Kramox ist Flug und Licht, soweit ich weiß. Hat hier noch keine Weiterentwicklung. Ist also nicht ganz so gutes Pokémon. Ist so ein bisschen wie Porenta.
Hat aber ab Gen 4 Kramchef. Kramchef ist echt nice. Aber leider kann es nichts ausrichten. Oh, du Flor. Du bist es. Ach, komm, hau ab. No problemo. Bye bye. See you later. Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Ich wäre der Boss, glaub mir. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das Sand-Experiment war ein voller Erfolg. Achso, das sagt die. Oh. Das sagt der Typ. Es war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Genug, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry Mike, ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Da habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Okay, das kommt von hier, oder? Von diesen Voltoballs? Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ha, ich wusste es. Ich sehe leider keinen Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroballs besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon trifft keine Schuld. Da fühle ich mich nicht schuldig. Achso, darauf fühle ich mich schuldig. Mike, wir sollten uns besser trennen. Also du machst rechts? Ich kann sowieso jetzt nicht mehr nach rechts gehen. Ich übernehme diese Seite. Alles klar. Okay, wir müssen jetzt hier 3 Elektroballs besiegen. Okay, fangen wir an. Die erzeugen nämlich den Strom. Und da sie natürlich von Team Rocket gezwungen wurden, das hier zu machen, haben jetzt keinen Bock, einfach so aufzuhören. Aber ich sag denen, stop it! Get some help! Ich hoffe, die können kein Finale oder so Müll. Ultraschall. Was macht Walzer eigentlich? Ist das gut gegen die? Nee. Irgendwie nicht. Ach, scheiße. Ah, ich wusste, war mir jetzt nicht sicher, ob der Finale kann oder nicht. Nein! Nein! RIP. Ja, komm. Verschwende ich mal. Oder? Okay, was ist gut gegen Elektroball? Sie sind nur Elektro, soweit ich weiß. Deshalb. Das würde es. Obwohl es jetzt auch Flug. Ah, nee, ist nicht Flug. Käfergift. Käfergift. Ich tu mal. Owo nach vorne. Das Vertrauen in Owo. Owo ist ein tolles Teammitglied und ich bin froh, dass ich mal Blutzug eine Chance zu geben habe. Bei Snobilica muss ich jetzt mal noch schauen. Genau wie bei Gyarados, aber mit, ansonsten bin ich mit den anderen drei auf jeden Fall zufrieden. So, denn ich habe ja bei dir noch Konfusion. Konfusion ist sehr gut. Genau wie Giftpool, Blutsauger, genau das meine ich. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Ich versuche mal Blutsauger. Macht das was bei ihm? Ja, theoretisch schon. Konfusion kriegt ihn nicht. Okay, Blutsauger, komm schon, komm schon. Nice. Gut gemacht, Obut. Yeah. Okay. Komm, lassen wir doch jemand anderen kämpfen. Melly. Melly, meine süße Katze. Du darfst auch mal gerne kämpfen. Jetzt, wo du Spukball hast. Komm, zeig, was du drauf hast. Normalerweise steuere ich mir immer eins auf, was ich dann fangen kann. Beziehungsweise ich fange immer das erste, bevor es sich selbst destructet. Aber wenn ich das jetzt selbst destructed werde und ich versuche zu fangen, ist das blöd. Aber hier ist es am besten, Elektroball zu fangen eigentlich. Spukball! Als ob Melly wirklich Spukball erlernen kann. Ich komme immer nicht drauf klar. Aua.
hat eine Geistattacke jetzt. Boo! I'm a ghost now! Ach man. Ich will zumindest jetzt noch kein Finale ein. Noch nicht. Aber ich hab doch. Hab ich Ruhe zu keep? Ich hab Katze. Reicht. Yay! Yeah, gut gemacht, Melly! Und das war's! Maschine hatten keinen Strom mehr. Dem Pokémon geht's wieder besser. Das merkwürdige Signal ist verschwunden. Der See sollte sich wieder normalisiert haben. Du bist ein Held. Ich möchte dir im Namen aller Pokémon danken. Ja, du solltest das annehmen. Ich habe es hier gefunden, kann es aber nicht gebrauchen. Oh. Ich glaube, ich habe schon eine Vermutung, was es ist. Das ist Whirlpool. Oh, ich dachte, das wäre Kaskade. Gib dies einem Pokémon, um reißende Strudel zu durchqueren. Aber vergiss nicht, du benötigst den Orden der Arena in Maragonia City, um die vor allem außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mike, es ist ein langer und steiniger Weg bis zum Pokémon-Meister. Bist du bereit, diesen Weg zu beschreiten? Ich verstehe, du hast recht. Ich habe nichts gesagt, aber okay. Wenn du die Flinte so schnell ins Korn wirfst, hast du vor, diesen Traum zu verwirklichen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Bye, Siegfried. Ich mag Siegfried in zweiten Gen viel mehr als in der ersten Gen. Und jetzt haben wir Team Rocket ausgelöscht. So, und jetzt aufs Feier des Tages können wir sogar noch die Arena anfangen. Wuhu! Und dann in der nächsten Folge gibt's was ganz Besonderes, was ich machen werde mit euch. Hat sich ein bisschen falsch angehört, ist aber egal. So, der Typ steht jetzt weg. Es gibt keinen Grund mehr, uns nicht reinzulassen. Norbert ist ein Veteran, der seine Pokémon schon fast seit 50 Jahren trainiert. Angeblich friert er seine Gegner gerne mit Eisattacken ein. Das heißt, du solltest ihn mit deinem brennenden Ehrgeiz schmelzen. Ja, und deshalb habe ich Flamesack nach vorne getan und als letztes entwickeln lassen wollen. Denn hier kann er am besten trainieren. Sieh dir meinen Parallelschwung an. Dein Parallelschwung? Aha. Ist er denn auch wirklich parallel oder ist er ein bisschen schräg? Oh, Yugong, oh. Ja, das ist das Problem. Yugong kann Wasserattacken lernen. YOLO! Komm schon, besieg's! Das ist Eis, oder? 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 Ich weiß gerade wirklich nicht den Typen von Yugong. Ich dachte, das wäre Eis-Wasser. Wahrscheinlich. Aber Wasser kann es ja auch nicht sein, sonst. Doch, doch ist es Eis-Wasser. Doch, doch, das muss Eiswasser sein. Oh, Erholung ist mies. Er ist zwar am Schlafen, aber er weiß, dass ich ihm nur wenig Damage mache, deshalb. Ich versuch's mal mit Amphi. Vielleicht kann Amphi jetzt gerade in diesem Moment mehr ausrichten. So, du schläfst, ja. So, Amphi! Donnerschlag! Oh, das ist sehr effektiv. Doch, doch, das müsste eigentlich Wasser-Eis sein. Weil Feuer ist effektiv gegen Eis, aber nicht effektiv gegen Wasser, deshalb ist es normal visiert worden. Vermute ich mal. Ich muss mich noch mit den Typen auskennen. Ich spiele zwar schon Pokémon seit etlichen Jahren, aber die Typen sind immer noch ein bisschen schwierig. Bitte hasst mich dafür nicht, danke. Nein, jetzt bin ich weggerutscht. Kann ich auch nichts für. Ich hätte mit meinem Skikünsten nicht so angeben sollen. Das mag gut sein, mag gut sein. Ich werde deine Pokémon einfrieren, sodass sie sich nicht bewegen können. Ach so, dass sie sich nicht bewegen können beim Einfrieren. Ich dachte, du wirst sie so einfrieren, dass sie sich bewegen können. Okay, das ändert die Sache natürlich. Das ist viel schwerer. Schwieriger. Mhm. Oh, Jura, die Vorentwicklung. Der einzige Unterschied, bisschen kleiner, war die Zunge draußen. Das ist halt wirklich so der einzige Unterschied zwischen Europe und Yugong. Also einfach ein kleineres Yugong. Europe. Aber Europe ist nur Wasser? Wenn ich jetzt die Typen von denen wüsste.
Okay, Donnerschlag! Flamesack Level 35! Yeah! Was hast du noch? Yugong immer noch. Komm, Flamesack braucht noch ein Level up. Dann haben wir Tornado! Woohoo! Oh, oh. So, du sollst nur kurz rein und dann wieder zurück zu Amphi, damit Amphi den ganzen Müll hier machen kann. Die Spur übrigens nur vor. Ach komm, ist egal, komm. Weil die Folge jetzt zu Ende sein wird. Mist, ich konnte nichts tun. Haha. Ich glaube, es gibt eine Attacke, die Pokémon auch ausführen können, wenn sie gefroren sind. Mhm. Aber Leute, wie diese Arena funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge. Yeah. Bye, bye, bye.